Windows-Area.de und wir haben hier das Lenovo Mix 700 und ich darf mir das heute mal zum ersten Mal ansehen. Das wurde auf der IFA 2015 vorgestellt und ja, was ist jetzt mein erster Eindruck? Ganz ehrlich, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, da ist eine Case drauf, aber das Gerät ist so matt schwarz und ganz ehrlich, mittlerweile gefällt mir die Optik auch wirklich gut. Dann haben wir hier also das Gerät ist praktisch gesehen ein Surface-Klon, auch wenn ich das jetzt hier eigentlich nicht sagen darf. Wir haben hier hinten eben den Kickstand, der sich ausfahren lässt, falls ich das hinbekomme. Okay, hier. So. Und was man anders gemacht hat als beim Surface ist hier, dass man das Scharnier des Lenovo Yoga verwendet hat, also das Yoga 900 zum Beispiel oder das Yoga 3 Pro. Und ich finde, das sieht auch wirklich gut aus. Schade ist halt, dass man hier von der Optik her nicht dem treu geblieben ist, sondern hier außen schwarz eingefärbt hat und ansonsten ist es silber. Erinnert ein bisschen an ein Watchband, aber sieht meiner Meinung nach auch wirklich cool aus. Kommen wir mal zu den Spezifikationen. Wir haben hier einen Intel Core M7 Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher, ist natürlich jetzt die aktuellste Skylake Generation und wir haben bei dieser Variante 128 GB Speicher, aber es gibt auch die Möglichkeit auf ein Speicherupgrade auf 256 GB und soweit ich weiß, wird die Tastatur hier mitgeliefert. Das ist ja ganz normal bei den Mix-Reihen, dass man hier eine Tastatur hat. Stift-Support soll es auch geben, aber ich habe hier leider keinen Stift mitbekommen. Ansonsten, was gibt es hier zu sagen? Schauen wir uns einfach mal das Gerät noch hier von den Seiten an. Hier haben wir den Ladeanschluss. Ist ganz interessant, Lenovo verwendet hier einen USB 3.0 Port, der gleichzeitig eben zum Laden dient und auch bei vielen anderen Notebooks standardmäßig ist bei Lenovo. Das heißt, man kann eigentlich auch von seinem anderen Lenovo Notebook den Charger nehmen. Hier unten sind die Lautsprecher. Dann hier auf der Rückseite die Kamera, schönes Lenovo-Logo und dann haben wir hier, nicht wie beim Surface sind die, Buttons, also die Lautstärke-Buttons und auch der On-Off-Button oben, beziehungsweise On-Off-Button ist oben, die Lautstärke-Buttons sind links. Hier haben wir hier alles auf der linken Seite, dann haben wir einen Micro-HDMI-Port, leider kein USB-Typ-C-Port, ganz ehrlich, ich fände es ehrlich gesagt besser, gehört mittlerweile eigentlich zum Standard und dann hier auch noch einen USB 3.0-Port, sowie einen zweiten Lautsprecher. Und praktisch gesehen ist das derselbe Formfaktor wie beim Microsoft Surface Pro 3. Ein Klon kann man es auch nennen, es ist halt nur eine andere Hardware. Wir haben hier nämlich einen Intel Core M-Prozessor und nicht einen Intel Core i, also nicht die Intel Core i-Serie. Und das ist eigentlich auch wirklich der einzige Unterschied zwischen den beiden Geräten. Bei der Tastatur kann man zum Beispiel hier einfach auch die Lasche hier an das Display heften, also ist magnetisch. Ist ein bisschen ein schwächerer Magnetismus als beim Surface, also das ist eigentlich ziemlich locker. Aber es ist wirklich dasselbe Formfaktor und mir gefällt das Design persönlich eigentlich ganz gut. Das Gerät wirkt auch sehr hochwertig, obwohl es, ich glaube hier, es fühlt sich ein wenig an wie Polycarbonat. Aber ich glaube, es ist dasselbe Material wie beim X1 Carbon, also beim ThinkPad. Und das ist auch sehr hochwertig. Und auch sehr wertig fühlt es sich an. Und dieser matt-schwarze Look, der wirkt einfach wirklich cool. Und mir gefällt das sehr. Ist ein sehr positiver erster Eindruck. Und das war es auch schon vom Lenovo 700. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.